Jo Leute, wie ihr wisst, sind in Amerika viele Vorfälle mit Clowns gewesen. Horrorclowns, die sich meist verkleidet haben. Furchtbare Clownsmasken an. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Horrorclowns. Viel Spaß bei Ghost Hunters Part 1. Es waren noch oft Vorfälle in Deutschland. Zum Beispiel in Gelsenkirchen. Es kann sein, dass es nach Dortmund kommt. Wir sind im Dortmunder Wald am Grevingholz. Wir wissen nicht, ob wir heute was sichten. Kann es aber sein. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Teich, sogenannter Seegebirge. Ich bin mal gespannt, ob wir ein paar Clowns entdecken, weil in Amerika fast jede Straße sind Clowns. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da so viele Clowns sein sollen. Vielleicht ist es ja nur geskriptet von den YouTubern. Vielleicht haben sie sich ja selber verkleidet. Man weiß es nie. Man wird es nie erfahren. Im Facebook war heute eine Nachricht. Das habe ich von einem Freund von mir bekommen. Ein Junge wollte flüchten aus Gelsenkirchen. Er wollte flüchten, ist über den Zaun geklettert. Seine ganze Hand war zerschnitten. Foto wird eingeblendet. In Nordrhein-Westfalen gab es schon viele Clown-Vorfälle. Wie ich gesagt habe, bereits erwähnt habe, in Gelsenkirchen. Und auch noch in einer kleinen Stadt. Es ist immer unter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es eine kleine Stadt ist. Es ist, glaube ich, mehr ein Dorf oder ein Gebiet. Wesel heißt das. Oder Wessel. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Da wurden auch schon oft Clowns entdeckt. Wir haben gerade Passanten gefragt. Und sie haben gesagt, sie haben auch schon die Nachrichten davon gehört, aber die hoffen, dass es nicht nach hier im Umkreis kommt. Meine Kamera ist gerade ein bisschen gewackelt. Ja, das war's mit den Clowns Hunter. Heute waren wir leider nicht so erfolgreich. Bei der nächsten Suche sind wir in Ewing im Park. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannender. Das war's mit dem Video. Tschüss, Freunde. Hey.